Liebe Schwestern und Brüder, es sollte auch bei uns so sein wie bei Daniel. Die Mächtigen haben ihre Macht. Die wird ihnen nicht ohne weiteres genommen. Daniel sagt, du bist der König der Könige. Wir haben erst am Sonntag dieses Wort gesungen, aber nicht von Nebukadnezar, sondern von jemand anderem. Die Mächtigen haben ihre Macht, aber es sollte bei uns so sein wie bei Daniel. Wir den Durchblick, die tiefere Sicht, die Kenntnis dessen, was geschieht. Reiche, politische, weltliche Reiche kommen und gehen. Die Mächtigen kommen und gehen. Auch wenn manches so fest betoniert und unbeweglich erscheint. Wer in den 70er Jahren oder noch zu Beginn oder Mitte der 80er gemeint hätte, dass die Sowjetunion jemals auseinanderbricht oder nicht mehr von politischer Aktualität sein könnte, über den wurde gelacht. Heute geht es uns vielleicht ähnlich mit China, aber auch mit den USA oder unsere Staatsform. Reiche kommen und gehen. Der Stein, der sie zermalmt, ist schon unterwegs. Er ist schon losgebrochen vom Berg. Daniel wusste diesen Traum zu deuten. Wissen wir es auch? Dieses eine Reich, das niemals untergeht, ist auch schon Wirklichkeit. Und wir dürfen ihm angehören. Aber leben wir auch danach? Es ist das Reich Christi, das nicht erst am Ende der Zeit aufgerichtet wird, sondern das schon begonnen hat in seiner Kirche. Das die andere Wirklichkeit relativiert. Politische Zugehörigkeiten, Staatsformen, ob Zeiten des Friedens oder der Verfolgung, wie auch immer. Die vietnamesischen Märtyrer waren stolz darauf, Glieder des Reiches Christi zu sein und sind als solche in den Tod gegangen, weil sie zwar nicht die Macht, aber den Durchblick hatten. Sie wussten, was sie erwartet. Jetzt das Martyrium und dann das Leben. Es wäre so wichtig, dass auch wir uns jeden Tag neu einüben und uns entscheiden, wo wir hingehören und woraus wir leben.